So, lieber Marco, herzlich willkommen erstmal bei uns. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir ein wenig über unsere Challenge zu plaudern. Ich habe das Format so quasi aufgesetzt, um auch hinter die Kulissen zu blicken, um den wichtigsten Menschen bei dieser Challenge, nämlich euch, die da mitmachen, eine Stimme zu geben, über ihre Erfahrungen zu berichten und vor allem auch über vielleicht Dinge zu reden, die du gerne besser haben möchtest oder optimiert haben möchtest. Aber jetzt fangen wir mal an. Nimm dir 30 Sekunden Zeit, stell dich kurz vor, sag, wie lange du schon bei uns bist und dann gehen wir in Medias Res. Okay. Ja, hallo Greg. Also vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Meine Premiere finde ich extrem spannend. Ich bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren oder 5 Jahren, glaube ich, bei dir in der Box und trainiere da mehr oder weniger regelmäßig. Mhm. Also die Challenge war am Anfang, zweimal die Woche es zu schaffen. Mhm. Zwischenzeitlich war dann wieder ein paar Monate, wo es weniger gegangen ist. Mhm. Aber mittlerweile bin ich jetzt wieder voll on fire und mit dieser neuen Cracks Challenge natürlich macht das auch doppelt so viel Spaß, auch in dieser WhatsApp-Gruppe. Und ansonsten, was kann ich zu mir sagen? Ich bin jetzt 42, Vater von 2 Kindern, verheiratet, wohne in Kirling und habe mich gerade selbstständig gemacht als Personalberater in der Personalberatungsbranche und konzentriere mich da auf Digital Jobs und that's it. Wo können dich Leute finden, wenn sie was von dir brauchen? Ja, also ich bin auf LinkedIn, Xing, Twitter, Instagram mittlerweile auch zu finden. LP Digital oder die Homepage www.lp-digital.at findet man auch immer wieder spannende Jobs von mir, die ich vermittle. Und ansonsten Marco Glöckl einfach eingeben. Meistens kommt man da, glaube ich, direkt auf mein LinkedIn. Oder am Video auf deinem Pulli lesen, weil dort steht es nämlich auch. Gleich die Firma ein bisschen bewerben. Pass auf, ich finde, das was ganz Tolles gleich zum Beginn gesagt. Ja? Du bist wirklich, also da muss ich auch sagen, relativ lange schon bei uns und hast aber immer sozusagen auch diese, aber das musst du mir sagen, ob das stimmt, was ich jetzt glaube, diese Hürde quasi zeitlich, Business, Family, sich quasi diese 15, naja, von dir sind es 10 Minuten, aber aus der Arbeit vielleicht ein bisschen länger, ins Gym zu fahren, hier in der Stunde zu trainieren und so weiter. Und was mir auch bei dir aufgefallen ist, dass du ja schon im ersten Lockdown, wo wir die klassischen Zoom-Calls hatten, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so konsistent und regelmäßig trainiert hast, seit ich dich kenne. Stimmt das? Ja, das stimmt absolut. Also so konsistent und konsequent hab ich selten trainiert, muss ich sagen. Ich finde das extrem spannend, weil mir geht es ja darum, sozusagen Module zu entwickeln, um jedem möglichst nicht oft, aber halt konstant zum Training zu bringen. Und ich glaube, nur ein Element davon ist in einem Gym trainieren. Ja? Ich meine, vielleicht mir das Liebste, aber es geht ja hier nicht um mich, sondern mir geht es darum, dass wir ein Format finden, wo du am meisten davon profitieren kannst. Ja? Wie oft trainierst du jetzt in der Woche, also bei der Challenge mit? Machst du alle 3 Workouts oder 2? Also, ich meine, vielleicht hole ich noch mal einmal ganz kurz aus. Begonnen habe ich ja das Ganze damals jobtechnisch war ich so eingespannt, dass ich einfach nicht mehr wusste, wie ich mir am besten einen Ausgleich schaffe und habe dann einfach gesehen und gemerkt, ich brauche was und habe das damals mit meiner Firma besprochen, habe gesagt, anstatt irgendwelchen Psychologen oder sonst was, bevor ich ins Burnout gehe, gehe ich trainieren und das war ideal, weil ich es bei euch dann einfach genau so konzentriert eine Stunde immer pro Tag, wo man dann halt hingegangen ist, fokussiert arbeiten konnte, Hirn ausschalten und einfach vorgegeben bekommen hat, was man zu tun hat. Mhm. Genial war das damals, ja, und es lag bei mir direkt auf dem Heimweg. Dann kommt natürlich der Schlendrian rein, ja, und dann sagt man, heute geht sich's doch nicht aus und Kinder und Abendessen gemeinsam und so weiter und so fort. 1000 Ausreden. Und jetzt mit dieser Lockdown-Phase, ich meine, klar, einerseits ist man zu Hause, aber andererseits habe ich trotzdem wieder viel zu tun, ja, und muss da ein Business ans Laufen kriegen. Aber die Zeit ist einfach eine andere. Ja? Also ich komme einfach in der Früh, ich bin ein notorischer Frühaufsteher, zwischen 5, 5:30, 6 irgendwo wache ich auf und kann da eine halbe Stunde voll effizient eure Workouts machen. Und das ist
Das ist für mich in der jetzigen Situation einfach grenzgenial, weil erstens, ich ziehe mir gerade mal Hosen an. Ja. Ich trainiere barfuß und ohne T-Shirt, ja, das ist mal ganz einfach. Und dann mache ich das tatsächlich mittlerweile jeden Tag, außer Samstag, Sonntag. Wobei letzten Samstag sogar ein Muscle Hustle dabei war. Aber ja, Montag bis Freitag durchgehend und einzig und allein Weihnachten habe ich auslassen. Ja, aber jetzt. Also seit Lockdown statt. Ist das nicht geil? Also, das ist ja, da geht ja mir das Herz auf als Coach, ja. Und jetzt werden wir mal schauen, wie das dann, falls wir irgendwann wieder aufsperren, wie das dann sein wird, wenn wir wieder offen haben. Aber ich meine, es soll nichts Schlimmeres passieren, also dass du jetzt das Format, was für dich super funktioniert, wo du mehr als dreimal die Woche trainierst, einfach weitermachst, plus halt, aber bitte, das sag mir du jetzt, mein Gefühl ist, dass wir, das klingt jetzt total kitschig und emotional, aber ich habe das Gefühl, dass wir euch, den Mitgliedern, noch nie so nah waren wie jetzt gerade. Das stimmt. Dadurch, dass wir, also definitiv, ja, warum? Weil so war ich zweimal die Woche im Gym und habe euch kurz eine Stunde konzentriert gesehen mit allen anderen zusammen natürlich. Und ich war halt immer derjenige, ich bin auf den Punkt zum Training gekommen und bin direkt danach, also ich habe das tendenziell sehr effizient gemacht. Ja. Also effizient aus meiner Sicht. Ich war nicht eine Viertelstunde vorher da und habe mich aufgewärmt oder sonst was, sondern meistens auf die Minute oder Minuten zu spät und dann bin ich auch direkt danach wieder weg. Das heißt, ich war gar nicht so viel auch im Austausch gewesen mit euch als Coaches. Ja. Jetzt über diese WhatsApp-Gruppe, über diese Calls, über diese täglichen Möglichkeit einfach sich auszutauschen, bin ich mit dir und auch mit dem Tobi viel, viel mehr in Kontakt, als es jemals war. Und das hilft mir schon enorm, gewisse Fehler auszumerzen und auf gewisse Dinge zu achten, die ich vorher nicht gemacht habe. Und das wirklich super Spannende ist, jetzt, ich mache es ja wirklich seit Lockdown-Beginn an und für sich sehr konsequent, durch diese Cracks-Challenge, durch diese neue, hat es nochmal einen neuen Spin bekommen, weil einfach erstens diese Gruppe wahnsinnig spannend ist und sich gegenseitig pusht und andererseits eben mit diesen zwei Sandsäcken, dem Packstick und dem Handtuch, man jetzt neue zusätzliche Möglichkeiten hat, weil das war dann irgendwo das Limit mittlerweile bei mir, wo ich sage, okay, mit meinen zwei Handeln, die maximal jeweils 10 Kilo haben, ist irgendwann Schluss mit lustig im Training und so durch diese neue Herausforderung ist es einfach wirklich, wirklich spannend, mit euch näher in Kontakt zu sein. Es ist ja interessant, ja, weil das Modul, also das Modell, was ich da jetzt aufsetze, wird wahrscheinlich als Konsequenz haben, dass einige nicht mehr hier Mitglied sein werden. Nicht falsch verstehen, physisch hier eine Gym-Mitgliedschaft haben. Und das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Ansatz, was jetzt das Business betrifft. Aber in Wahrheit geht es für mich herauszufinden, okay, was funktioniert für den Marco am besten, für seinen Lifestyle, für seine Art, wie er gerne trainieren möchte, in der Früh aufstehen, Hose anziehen, barfuß, halbe Stunde, zack, 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 bevor die Kids aufwachen etc. Das funktioniert für dich besser, als du stresst dich daher, kommst am Punkt drauf, machst halt eine Stunde so gut du kannst, kriegst weniger Coaching auch in Wahrheit von uns auch mit, weil du halt logischerweise in einer Gruppe trainierst. Das also finde ich vom Gedankenansatz extrem spannend, wirklich extrem spannend. Ja, ich glaube, das hängt einfach von den Lebensumständen auch ein bisschen bei jedem Einzelnen ab. Ja. Also, vielleicht auch damit, wo der eigene Antrieb ist. Ja. Ich denke, einige, und es war auch eine Zeit für mich, so alleine trainieren war einfach, nicht. Ja. Ich kann auch bis jetzt, also alleine laufen gehen, ist für mich der größte Graus in Wahrheit. Ja. Aber diese halbe Stunde effizientes, konzentriertes Workout schaffe ich super alleine und ich habe jetzt auch einfach einen ganz anderen Antrieb. Aber das ist gerade die aktuelle Situation, ja, was mich halt gerade antreibt und von dem her passt es für mich jetzt aktuell wirklich super gut. Super. So, Marco, wir werden es genau heute hier stehen lassen. Wir haben noch genug, was wir jetzt wöchentlich besprechen wollen. Gerne. Vielen, vielen Dank mal für deine Zeit für heute. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt auch so im engen Kontakt stehen, Videos hin und her schicken, du schickst mir Fotos vom Training. Ich finde das saugeil. Es ist, das muss auch mal gesagt sein, das ist für uns ein unfassbarer Aufwand, aber es ist so geil, das kannst du dir nicht vorstellen. Also,
klar, wir müssen jetzt auch mal mit der Situation mal irgendwie zurechtkommen, weil wir haben jetzt knapp 100 Leute da drinnen und da kommen relativ viele Nachrichten hin und wieder aufs Handy. Aber auch wir lernen, wie wir das jetzt besser strukturieren und in Wahrheit das machen, was uns am meisten taugt, nämlich Leuten in dem Moment, wo es ein Problem gibt oder wenn man was dokumentiert oder oft braucht man auch nur ein bisschen ein, weiß nicht, miteinander reden, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert. Oft braucht es auch ein nur, ah cool, der hat das Workout gemacht, der hat mir schon ein Foto geschickt, ja, dann mache ich es jetzt auch noch. Das hat man nämlich letztens, wo jemand in die Gruppe geschrieben hat, vielleicht hast du es eh gesehen, Wetter ist heute so und ich bin irgendwie so mies drauf und dann sofort haben drei Leute zurückgeschrieben, sag komm, wir machen es gemeinsam und entweder wir treffen uns im Park oder wir machen es von mir aus über Zoom. Technologie richtig nutzen, ja, nicht um ein Lemming zu werden, sondern um, hey, okay, wir können uns halt momentan nicht im Gym treffen, aber vielleicht ist das sogar für manche durchaus auch eine Option für die Zukunft. Also ich habe da, ich finde das sogar cool. Absolut. Und es ist zumindest eine Ergänzung auch für die Zukunft. Ich meine, jetzt geht gerade nichts anderes, aber natürlich, einigen fehlt sicher der Schlitten und gewisse andere Utensilien. Aber in Wahrheit es ist einfach diese halbe Stunde ist extrem effizient, finde ich. Schau, vielleicht ist es ja auch beides. Vielleicht kommst du einmal in der Woche ins Gym. Vielleicht am Wochenende, weil du halt mehr Zeit hast und es ist alles ein bisschen stressfreier und unter der Woche trainierst du dann ja zwei, drei Mal, so wie wir es jetzt auch gerade machen. Coaching-Level ist nochmal on top drauf, weil wir uns auch noch wirklich physisch sehen irgendwann. Das heißt, ich kann hingreifen, funktioniert der Lat oder nicht. Vielleicht ist es eine Kombi daraus, wer weiß. Glaube ich auch. So wie vieles, ja, wenn man so jetzt durch diesen ganzen Corona-Lockdown und so weiter so ein bisschen beobachtet, es entstehen viel mehr hybride Modelle, ja, also hybride Offices, wo man teilweise Homeoffice, teilweise im Office Dings. Und deswegen glaube ich auch beim Training wird das ähnlich sein. Also wird irgendeine Hybridform sein. Ein bisschen zu Hause, ein bisschen im Gym und das Ganze ergänzt durch euch. Das ist wirklich super. Und ich muss auch nochmal ein großes Lob bei euch aussprechen, dir und den Tobi, was ihr euch da antut. Wirklich extrem beeindruckend und Wahnsinn, aber super cool. Ja, und ihr macht das mega. Ja, also wir glauben halt beide daran, wenn irgendwas wirklich erfolgreich sein muss, dann muss es genauso ablaufen. Ein Arsch voll Arbeit sein, die erste Woche nicht wissen, wo hinten und vorne ist, weil ich meine, wir können einen Roboter einschalten, der irgendwelche Fragen beantwortet, aber das, das sollen andere machen. Ja, aber es wird auch effizienter, wir sehen. Ja, mit Sicherheit. Wir lernen, ich lerne durch eure Fragen, ich lerne durch euer Feedback, ich lerne Dinge besser zu strukturieren. Das ist jetzt meine Vision davon, wie sowas mal starten kann. Ja? Aber jetzt geht es mir darum, okay, was ist für euch am praktikabelsten? Allein Anzahl der Challenges, Mini-Challenges, passt E-Mail, passt nicht, wie viele machen das wirklich, ist es notwendig, welche Themen? Gibt es tausende Dinge, die ich jetzt lernen muss, damit das Ding aber noch besser wird? Ja, nein, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit und das Training und ich glaube, das seid dann auf echt einen super Weg. Super. Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bin mir sicher, wir hören uns vor nächster Woche, aber spätestens nächste Woche quasi wieder on air. Super. Ja, Marco, alles Liebe, schönen Tag, bis bald. Bis bald, ciao.